Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry New Dawn. So, meine Freunde, in der letzten Folge hatten wir einen kleinen Zeitraffer und wir haben unsere Gina ausgebildet. Wir haben, lass mich mal gucken, haben wir das? Nochmal Vorteilspunkte bekommen und ich will das jetzt eigentlich nochmal upgraden. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Erste-Hilfe-Sets wir überhaupt noch tragen können. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt direkt hoch zu den Zwillingen. Wir sind vorbereitet. Und werden den dann hoffentlich in den Hintern drehen. So. Und zwar gehen wir hier von der Insel aus. Und reisen und gehen dann direkt weiter. Und naja, schauen wir mal, wie es den ergehen wird. So. Bei Nacht sind wir im Kampf im Nachteil bei den Lampen, die die Eindringlinge haben. Zum uns mal auf der Karte markieren. Und ich hätte gerne eigentlich ein Boot. Steht hier zufällig eins rum? Könnte ja sein. Nein, da steht die China rum. Ach, nee. Rauskommen. Da können wir uns ein Boot holen und das machen wir. Ein Kaminer, das Flugzeug. Naja, komm, machen wir das. So. Das ist ja kein Flugzeug in der Hinsicht. Sondern eigentlich ein Boot. Fahr los, wenn du losfahren willst. Ja, mach ich. So, dann mal los. Mehr Vorräte für uns. Auf geht's. Ab zu den Zwillingen. Die gehören mal richtig den Hintern versohlt, ne? So, wir sind gleich da. Dieses Auto ist ein echtes Stück Scheiße. Das ist kein Auto, das ist ein Boot. Mehr oder weniger. Okay, da kommen wir wohl nicht rum. Dann gehen wir hier an Land und gehen den Rest zu Fuß. Ich nehme meine stärkere Waffe in die Hand, die vollautomatische. So, Zwillinge. Naja, da geht schon rund. Hört ihr's? So. Das immer. Und auch noch bei Nacht. Na gut. Und wir wissen ja, Ethan hat Ethan quasi verraten. Gib dich zur Kapelle von New Eden.
So, dann geht's los. Bitte. Ethan führte sie her. Die Heuschrecken. Hey, Häschen. Dachte, wir hätten dich erledigt. Du willst wohl nicht sterben. Du bist so verdammt stur. Aber wir sind auch stur. Das Traurige ist, wir hätten auf derselben Seite stehen können. Du und wir. Wir hätten eine Menge erreichen können. Aber es sollte wohl nicht sein. Bringen wir es zu Ende. So sexy wie sie sind, so gefährlich sind sie auch. Und dann bringen wir es jetzt hoffentlich zu Ende. Ich bin kampfbereit. Wo ist er denn, die blöde Kuh? Oh, wir haben ja schon mal ein bisschen was eingesch. Da wollen noch mehr mit feuern! Eieieiei. Dann nehmen wir unser erste Hilfeset. Und gehen mal hier runter. Wir müssen unsere. So, nehmen wir mal die hier in die Hand. Da oben ist Lu. Kommt sie her oder was macht sie? Scheiß Köder, ey, echt. Wir gehen noch kurz hier. Lauf. Aua, ach. Hier. Auf, füll auf. Au. Die.
nicht stehen bleiben. So, wo ist sie? Wo ist die? Wir nehmen mal wieder. Die vollautomatische in die Hand. Nicht sterben. Wieder so ein Scheißköder, ey. So, mal gucken, ja, gibt's wieder. Wo ist sie? Oh, ich sehe nichts, wo man hin ist. Gibt's ja keinen anderen Ausgang? Doch hier. Eine will ich auf jeden Fall jetzt dann bald mal weg haben. Ach, die Scharfschützen wieder. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So, wo sind wir? Oder wo ist die? Okay, pass auf. Wir holen sie uns jetzt. Nichts.
hat da keine Munition mehr. Da haben wir nichts mehr. 30 Schuss noch. Irgendwo war doch noch bestimmt Munition. Für meine Schnellfeuerwaffe. Automatische ist leer. Super. Die ist auch fast leer. Okay, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Alter, war das ein Kampf. Hey, Mickey, bist du okay? Nein. Du? Nein. Hey, du stirbst doch nicht, oder? Schätze, ich habe mein Versprechen gebrochen. Was? An Mom. Ich habe ihr versprochen, dass wir nicht so enden wie Dad. Aber wir hatten eine Menge Spaß, oder? Hey, hey! Stirb nicht zuerst! Du wirst nicht zuerst sterben! Ich bin die Ältere! Ich sterbe zuerst! Gott verdammt! Lou? Lou? Ich sollte auf dich aufpassen. Ich sollte auf dich aufpassen und hab's nicht getan. Es tut mir so verdammt leid, dass ich das verkackt habe. Ich hab's verkackt. Weißt du, Häschen? Du erinnerst mich an unsere Mom. Sie hatte Hoffnung und große Träume. Sie wollte, dass alles besser wird. Ich hätte auf sie hören sollen. Aber ich habe die Kontrolle verloren. Tu, was du tun musst.
was du tun musst. Du willst deinen Vater holen. Was kannst du ihn noch aufhalten? Wenn nicht, war das immerhin ein gutes Workout. Was machen wir mit ihr? Ich fasse es nicht, dass ich noch lebe. Du könntest das ändern. Oder einfach... Halt die Klappe. Da bin ich jetzt eiskalt. So. Aber wir haben es noch nicht geschafft. Ethan ist noch unterwegs. Ethans Seele erreichen Ethan und Joseph. Aber das, meine Freunde, das werden wir in der nächsten Folge tun. Das war jetzt schon sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Die Zwillinge haben ihre gerechte Strafe erhalten. Und um Ethan werden wir uns auch noch kümmern. Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Prosperity. Rüsten uns neu aus. Und dann werden wir dem in der nächsten Folge ein Ende bereiten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir Ethan besiegen, könnt ihr mich gerne abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.